Es ist einfach urkomisch, liebevoll und einfach nur süß, wenn sich ein Nerd verliebt. Und ob wir nicht alle irgendwo ein Nerd sind, das erfahren wir in diesem Buch. Hey, wunderschönen Bookchatters! Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leonie, das, was du vorhin erzählt hast, klingt ein bisschen nach Girlertat meets Kissing Booth meets The Big Bang Theory. Da scheint Kelly Oram sich mal wieder richtig ausgetobt zu haben. Ja, ich glaube, das kann man an ihrem breiten Grinsen auch erkennen, dass das Buch was ganz Besonderes ist. Stimmt doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Avery Shaw-Experiment von Kelly Oram ist wirklich alles, was mein Herz begehrt. Unsere Hauptfigur ist Avery. Sie ist so der typische Nerd. Sie ist schüchtern, sehr introvertiert und super schlau. Aber sie hat ein großes Problem. Und zwar ist sie einfach in ihren besten Freund Aiden verknallt. Und zwar könnt ihr euch den vorstellen wie diesen perfekten Sandkastenfreund. Sie machen einfach alles zusammen und sind wirklich so. Als Aiden aber dann Abstand von ihr will, könnt ihr euch vorstellen, ist sie natürlich komplett am Boden zerstört. Es ist wirklich eine pure Katastrophe. Aber Avery hat einen Plan. Und zwar entwickelt sie ein Experiment, in dem sie mit den 7 Phasen der Trauer ihr gebrochenes Herz heilen will. Ausgerechnet aber der Bruder von Aiden, also Grayson, der beliebteste Schüler auf der Schule, will ihr dabei helfen, damit er nicht in Physik durchfällt. Denn Avery soll ihm Nachhilfe geben. So, dieser Deal bringt aber so viele Herausforderungen mit sich, dass es nur unglaublich lustig werden kann. Wenn ihr aber jetzt denkt, dass ihr wisst, wie diese Story ausgeht, habt ihr euch total geirrt. Okay, Leonie, du hast doch am Anfang gesagt, vielleicht steckt sogar in jedem ein bisschen Nerd. Wie viel Nerd steckt denn in dir nach dem Buch? Hast du da irgendwas herausgefunden? Also ich muss tatsächlich sagen, ich war so, okay, Nerd, ich bin zwar schon ab und zu rational, aber ich würde sagen, ich bin eher auf der emotionalen Seite. Aber nach diesem Buch und gerade durch die Kombination aus Wissenschaft, Psychologie und diesen puren Emotionen, bin ich vielleicht sogar einen Tick mehr in die Richtung Wissenschaft gerückt. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ja, halb Nerd, halb extrovertiert. Das beschreibt mich jetzt ganz gut. Oh, das Buch klingt auch nach einer Sammlung von ganz vielen witzigen Momenten. Was war denn besonders gut beschrieben? Also ich muss tatsächlich sagen, dass am besten beschrieben wurde wirklich, wie Avery sich entwickelt. Von diesem schüchternen, introvertierten Mädchen eben zu einer Person, die ja jetzt gezwungenermaßen durch den Kontakt mit Grayson sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Wenn ein kompletter Nerd reingeworfen wird, in den Mittelpunkt von der ganzen Schule. Das führt einfach zu unglaublich lustigen Momenten, wo man sich einfach nur so denkt, oh Gott, das kann gar nicht funktionieren. Und Avery an sich ist einfach, also super. Sie ist so sympathisch, dass man ihr einfach folgen will. Das Buch klingt wieder nach so ganz viel Gefühlschaos. Wem würdest du es empfehlen? Also ich würde es eigentlich jedem empfehlen, der eine lustige Story lesen will, die aber wirklich auch irgendwo tiefgründig ist. Eben durch die Kombination mit der Psychologie, mit der Wissenschaft, mit so viel Witz, mit so viel Humor. Es war einfach schön zu lesen. Man hatte immer ein Lachen auf dem Gesicht. Genau diese 7 Phasen der Trauer hat bestimmt jeder von uns irgendwo mal erlebt. Wie lange hast du denn für das Buch gebraucht? Also ich hatte es in einem Tag durch. Tatsächlich. Ich wette aber, ihr würdet es ganz genauso schnell durchlesen. Einfach, weil man es durchlesen muss. Okay, und ganz zum Schluss, mal ohne Wissenschaft, das Buch jetzt in 5 Gefühlen. Ich würde sagen Witz, Trauer, Liebe, Herzschmerz und einfach Gefühlschaos. Klar, wenn man sein Herz gebrochen bekommt, da kann man sich nicht nur für ein Gefühl entscheiden. Und ganz genau so ist dieses Buch. Du durchlebst wirklich alles. Wie als würdest du gerade komplett im Liebeskummer drinstecken. So ungefähr ist das Buch, aber auf eine schöne Art und Weise. Weil dir wird ja geholfen. Ihr Lieben, das war wieder ein großartiges Buch, was wir heute vorgestellt haben. Hier drüben geht's gleich weiter zum nächsten Video. Unten könnt ihr abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst uns auch gerne ein Like oder Kommentar da, darüber freuen wir uns jedes Mal wieder. In der Videobeschreibung gibt's die Infos zu dem vorgestellten Buch heute. Und wenn ihr jetzt wirklich wissen wollt, wie viel Nerd in euch steckt, dann kauft euch das Buch doch einfach bei Hugendubel, entweder in der Buchhandlung oder eben auch in der App oder ihr könnt es auch online bestellen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video. Tschüss!